Hallo Leute, recht herzlich willkommen zurück in Griechenland. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. So, heute machen wir mit der Hauptstory weiter. Die da wäre. Die letzte Anstrengung, Odyssey Quest. Empfohlene Stufe 10. 10 sind wir ja, wir sind knapp vor Stufe 11 jetzt. Und ich habe in der Zeit, habe ich jetzt noch die Festung hier abgeschlossen. Und diesmal bin ich ein bisschen anders vorgegangen. Ich habe mich komplett reingeschlichen und habe einen nach dem anderen da gemeuchelt. Und ging ganz gut, muss ich sagen. Und war auf jeden Fall nicht so anstrengend wie das, was wir davor probiert hatten. Aber einfach rein und Gas geben. Das haben wir diesmal ein bisschen anders gemacht. Und hat super funktioniert, muss ich sagen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir mit der Hauptstory weiter. So haben wir hier nichts jetzt mehr Großes, außer hier ein Söldner. Der ist aber leider Stufe 35. Und jo. Ein bisschen zu hoch für mich, würde ich sagen. Genau, sonst haben wir hier nichts mehr. Hier ist noch ein Anschlagbrett. Das haben wir eigentlich auch soweit alles erledigt. Außer die Zeitquests. Die können wir aber immer noch machen. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zur Hauptquest. Genau, ich mache mal das Bildmachgerät an. Servus, Leute. Und dann würde ich sagen, starten wir doch mal. Und wenn euch die Folge gefällt, Leute, lasst mir doch ruhig ein bisschen Support da. Würde ich mich auch sehr freuen. Ihr wisst, der Support ist kein Mord. Da kann ich hier nicht rüber, weil das so spitz ist. Dann gehen wir hier runter. Und hier rumgehen. Unser Kopfgeld sind wir übrigens auch los, komplett. Wenn ich den Typen erledigt habe, der das Kopfgeld ausschreibt, dann wäre das jetzt wieder hinfällig. Ja, hier haben sie eh schon eine kleine Schlacht gehabt. Oh, die haben wir sogar noch was. Habe ich das vorher nicht gesehen? Okay. Dann schauen wir noch mal, was er sagt. Wir haben jetzt eigentlich alles soweit erledigt auf der Insel hier. Und unsere Gegner sind komplett geschwächt. Also von dem her muss es eigentlich gehen. So. Meine befehlshabenden Männer sprechen nur gut von dir, Söldnerin. Was gibt es Neues? Der Athener-Befehlshaber ist tot. Megaris kann erobert werden. Gut. Der Wolf hat den Angriff befohlen. Ich bin froh, dass du uns in unserem Kampf um Ruhm und Ehre unterstützt. Ich kämpfe stolz an deiner Seite. Ja, diesen Platz hast du dir verdient. Sparta. Wir siegen heute für Sparta und für den Wolf. Komm, wir müssen zum Lager der Vorhut. Ich bin bereit. Folge mir. Wir müssen uns auf die Schlacht vorbereiten. Also, erzähl mir vom Wolf. Er ist ein großer Mann, der Sparta zum Sieg gegen die Athener führen. Nein, nein. Wie ist er als Mensch? Als Vater? Er ist bewundernswert, stark und auf seine Art sorgend. Aber manchmal... Ja? Sein Blick schweift oft in die Ferne. Ich spüre große Trauer in ihm. Er ist Spartas Feldherr. Aber auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. Man kann das Leben nicht ohne Reue leben. Kannst du hier mal ein bisschen rennen? Diese Schlacht wird anders als alle, an denen ich bisher teilnahm. Ich
Oh, da oben ist noch was. Alles looten hier. Wir brauchen Holz. Wenn du wirklich seinen Platz einnimmst. Okay. Bist du bereit, die Athena zu vernichten? Eroberungsschlachten. Sobald die Staatsstärke niedrig genug ist, das ist bei uns eigentlich komplett auf Null schon oder Minusbereich, wird eine Eroberungsschlacht verfügbar. Sowohl Athen blau als auch Sparta rot belohnen Eroberungsschlachten mit epischer Ausrüstung. Ein Staat zu verteidigen ist einfacher, bietet aber weniger Belohnungen. Ein Staat anzugreifen ist schwieriger, aber lohnender. Okay. Wie greifen wir an jetzt, ja? Auf in die Schlacht. Ich bin bereit für den Krieg. Okay, wir müssen die Blauen erledigen. Wo sind die Blauen? Das werden die hier sein. Alter. Mal schauen, dass ich irgendwie hier Bosse oder so erledige. Wo sind Bosse? Ich glaube, die geben uns mehr. Ja, die zieht nicht viel ab. Da hinten ist ein Boss. Wir werden uns den mal schnappen. Dazu klappt es mit dem Blocken nicht gescheit. Ich brauche irgendwas gegen das scheiß Schild da. Yeah.
Wir nehmen mal down, die Athena. Okay. Wir hauen ab. Haben wir es erledigt? Yeah! So, wir haben einmal bekommen legendäre Abendschienen. Aber es hat nicht viel Belohnung. Ihr könnt auch noch so ein bisschen mehr Gold kriegen. Aber okay. Der Wolf verlangt, den Söldling zu sehen. Wir werden gleich bei ihm sein. Bei allem Respekt. Er wünscht, den Söldling alleine zu treffen. Was? Ich sagte, der Befehlshaber wünscht... Ich habe dich verstanden. Ich verstehe nur nicht, wieso. Das waren seine Befehle. Nun gut. Wie es scheint, kann ich mich wohl um Dringenderes kümmern. Ich glaube, der ist ein bisschen angepisst. Okay. Schauen wir uns mal gleich den Helm an. So. Das ist ein bisschen besser. Jägerschaden. Okay. Und wie sieht's hier aus? Das ist schlechter eigentlich. Das lassen wir mal. Plus 5% kritischer Schaden. Ja, ja, die kann, könnte ich schon alle reintun, bloß ich möchte noch ein bisschen warten. Dann gehen wir mal zum Wolf hoch. Also gut. Was soll ich denn sagen? Dass du seine Tochter bist? Du bist also die Heldin, der wir den Sieg verdanken. Sag mir deinen Namen, damit ich dich als Kriegerin würdig empfangen kann. Chere, Pater. Es ist lange her. Unmöglich. Ich sah dich fallen. Ich bin nicht gefallen. Du hast mich in den Tod geschickt. Ich tat, was von mir als Spartiaten erwartet wurde. Ich habe meinen Frieden gemacht. Mach du den deinen. Du warst mein Vater. Du hättest mich beschützen müssen. Du warst leichtsinnig. Du hast mir keine Wahl gelassen. Ich habe meinen Bruder beschützt, weil du es nicht getan hast. Das Orakel sagte eindeutig, dass Alexios sterben muss. Ihr Wort ist Gesetz. Das weißt du. Du kannst dich nicht länger hinter deinem Pflichtbewusstsein verstecken. Genug! Ich kann die Vergangenheit nicht ändern, Cassandra. Ich lebe und sterbe als Spartiat. Es winkt eine große Belohnung für den, der dem Wolf den Kopf abschlagen kann. Bist du deshalb gekommen?
Ich wäre mein Vater, so bin ich nicht. Ich bin hier, um Antworten zu bekommen. Du hast dich lange genug gedrückt. Jetzt wirst du dich verantworten. Obwohl du den Tod verdienst, liegt keine Ehre auf dem Feld der Rache. Du musst dich den Geistern der Vergangenheit stellen, Pater. Und das ist noch viel schlimmer als der Tod. Ich habe in meiner Pflicht versagt. Ich habe dich nicht beschützt. Euch beide nicht. Ich liebte dich und deinen Bruder, als wärt ihr die meinen gewesen. Aber das wart ihr nie. Was? Was meinst du? Das ist eine Frage. Die musst du deiner Mutter stellen. Fuck. Warte. Finde deine Mutter. Sie finden. Wo Myrina auch ist. Sie weiß mehr darüber als ich. Wohin gehst du? Meine Ehre suchen. Hätte ihn umlegen können. So ein Scheiß. Meide die Schlangen im Gras, Cassandra. Ich muss von hier verschwinden. Ich sollte... Zu Barnabas. Oh, jetzt habe ich es gekriegt. Helm des Wolfes, Questgegenstände. Oh, wir haben ein Schwert bekommen. Guck mal. Oh, ja, ja, ja. Alles gut. Questgegenstände. Ja, was mache ich mit dem Helm? Der Helm, der vom mächtigen spartanischen Feldherrn Nikolaus, auch bekannt als der Wolf von Sparta, getragen wurde. Ein knurrender Wolf schmückt den Helm, um den Spitznamen des beliebten Polymachen zu ehren. Okay. Ich wollte mal schauen, ob es nicht irgendwas gibt für... dass ich hier die Schilder irgendwie wegknallen kann. Da. Zerbricht kleine Schilder und richtet 150% Kriegsschaden an. Das könnte ich eigentlich erwerben. Fähigkeit zuweisen. Ja, okay, dann nehme ich doch lieber das hier, weil das um... Hauen finde ich jetzt nicht so prickelnd. Ich weiß nicht, wie es später noch wird. Aber das lassen wir mal. Ich glaube, dass es mit den Schilden hier besser ist. Sprich mit Barnabas. So, wo bin ich jetzt hier auf der Karte? Okay, das haben wir abgeschlossen. Wann wird das wieder auf dem Schiff sein, oder? Ja. Da könnten wir aber rein theoretisch eine Schnellreise machen. Das ist ja gar nicht mein Vater. Ich habe gedacht, das ist mein Vater. Was ist denn los?
Okay. Schiffsruf. In den Häfen einiger Städte kannst du dein Schiff zu dir rufen, wenn du dich in einer Schiffsrufzone am Land befindest, okay? Ja, das ist bloß das andere Menü. Da ist er. Ach, das Wasser sieht so cool aus. Und? Hast du deinen Vater ermordet? Stiefvater. Die Götter werden dich wohl nicht so hart verurteilen für einen Stiefvatermord. Nikolaus hat mich aufgezogen, ausgebildet. Er war mein Vater, auch wenn er mich umbringen wollte. Macht es das jetzt besser oder schlimmer? Egal. Deine Familie ist nicht die einzige, die kompliziert ist. Danke, Barnabas. Ich kann mich glücklich schätzen, dich zu haben. Ich bin gern für dich da. Kann ich sonst etwas für dich tun? Meine Martha zu finden. Sie lebt, Barnabas. Zumindest hat Nikolaus das geglaubt. Das sind gute Nachrichten. Gesegnet sei Hera. Was nun? Welchen Kurs soll ich anpeilen? Zuerst müssen wir nach Phokis. Elpenor wollte mich dort treffen. Er schuldet mir Geld und eine Erklärung. Also gut, Cassandra. Aber lass uns gleich um die Weisheit der Pythia bitten, wenn wir da sind. Wenn jemand Antworten für dich bereithält, dann das Orakel von Delphi. Ich weiß nicht, ob das gefährlich ist, keine Ahnung. Ich werde drüber nachdenken. Ich denke drüber nach. Gut. Könige und Königinnen reisen nach Phokis, um die Pythia zu befragen. Sie kann Kriege beginnen oder beenden. Man sagt es... Ja, ich weiß. Genug Orakelgerede fürs Erste. Zurück zum Wesentlichen. Du weißt, wo du Elpenor treffen sollst, richtig? Er lebt bei der Anlegestelle der Pilger. Aber Nikolaus' letzte Worte waren eine Warnung vor Schlangen im Gras. Klingt, als solltest du dich gut vorbereiten. Elpenor sollte sich gut vorbereiten. Wir treffen uns bei Apollons Tempel in Delphi, wenn die Schlangen erledigt sind. Oh, Cassandra, wegen der ganzen Aufregung hätte ich es fast vergessen. Deinem Zuhause sind schreckliche Dinge widerfahren. Der alten Hütte? Die hielt doch eh kaum einer Brise stand. Ich meinte Kephallenia. Eine Krankheit sucht die Insel heim. Man sagt, sie kam aus Kausos und es gebe kein Heilmittel. Viele sind schon gestorben. Malakka. Der Priester hatte recht. Ein doch. Wort von dir und wir drehen um und segeln nach Kephallenia, wenn du willst. Danke, Barnabas. Ich denke darüber nach. Los jetzt. Das ist aber unsere Entscheidung, weil wir haben ja... Elpenor wird eine Menge erklären müssen. Wir haben ja den Priester umgebracht. Helix Credits wurden deinem Konto gut geschrieben. Du kannst sie einsetzen, indem du Menü, um den Shop zu öffnen und... der Shop, okay. Ich schaue mir mal offline an, was da alles so gibt. Aber ich gebe da auf jeden Fall kein Echtgeld aus für sowas. Auf nach Phokis. Mehrere Quests angenommen. Also, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt machen könnten. Quests. Die Visionen von Visionären. Ein Geist befragen. Orakel von Delphi. Stufe 11. Das haben wir auch noch nicht geschafft. Keine Ahnung, wo das ist. Machen wir mal das hier. Sprich mit dem Orakel von Delphi. So. Okay, wir müssen bloß noch schauen, wo wir hin müssen. Kari. Delphi. Ah, hier oben. Da müssen wir nach Phokis. Ah, und hier gibt es schon Schlachten. Ah, das gehört eigentlich auch noch dazu, gell?
Weißt du was, Leute? Wir machen jetzt nicht hier wieder, wir machen jetzt schnell noch das Kitarauen-Vorgebirge, würde ich sagen. Genau, dann machen wir das noch. Wenn wir schon hier sind, dann können wir gleich hier weitermachen. Ich setze mir mal gleich einen Marker hin. Das sind eh bloß zwei Fragezeichen. Die müssen eigentlich schnell durch sein. Aber dann haben wir wirklich das Gebiet auch komplett abgeschlossen. Ich mag das nicht, wenn ich überall so ein bisschen angefangen habe und dann aber nichts richtig fertig habe. Wahrscheinlich müssen wir sowieso noch mal bestimmt in die Gebiete auch wieder zurück, aber da haben wir schon mal die Anfangsquests und Fragezeichen und sowas erledigt. Ob wir das ganze Spiel durchziehen, kann ich euch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie aufwendig das alles ist. Ich habe ja jetzt schon, glaube ich, über 10, 11 Stunden und bin jetzt beim zweiten Gebiet. Also es ist schon krass eigentlich. Aber wie gesagt, ich bin ja kein Speedrunner. Ich will ja das alles hier ein bisschen in Ruhe machen. Ja, wo bin ich denn jetzt hier? Wird sie aber nichts, oder? Ist hier was? Ah, da ist was, okay. Das ist aber das andere Ding schon, oder? Das ist schon das andere. Oh, das ist schon wieder so eine Festung, oder? Antike Tafel finden, Schatz plündern. Wir, dass mich niemand bemerkt. Säule von Dinios. Ich weiß nicht. Wir müssen schnell gucken, wie viele Gegner das hier sind. Wie viele sind es? Sind bloß drei eigentlich. Okay. Okay, somit haben wir das ja auch schon wieder erledigt. Dann würde ich sagen, schauen wir nochmal hier hoch. Bisschen in den Wald rein. Ob es da noch irgendwas zu erkunden gibt. Und wenn nicht, dann würde ich sagen, starten wir dann auch gleich. Oder vielleicht in der nächsten Folge eher. Schauen, ob es hier irgendwas gibt. Vielleicht gibt es hier noch irgendwie ein Grab oder sowas. Aber ich glaube eher, dass es nur Wald ist. Sieht jetzt nicht so aus, als wenn hier was wäre. Nichts mehr. Okay.
Diese Materialien sind hier, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute und schauen natürlich in der nächsten Folge dann, wie es weitergeht. Wir machen auf jeden Fall hier mit der Hauptquest weiter und werden dann auf die andere Insel da hinten rüberfahren. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder dabei seid und wenn ihr mir ein bisschen Support da lasst, Leute. Und ansonsten, ja, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao, euer Andi.